Transferfenster unseren mehr oder weniger Abwehrchef verloren. Für rund 40 Millionen Euro. Aber du weißt das heißt mal. Oh, Katze, ey. So, warte mal. So. Es gab Bericht. Büro, war das? Jugendakademie, das war der geplante dahinter. Das wird auf jeden Fall einer werden, deswegen werde ich den zum Profi befördern. Genauso wie ihn. Die zwei werde ich auf jeden Fall zum Profi befördern, weil ich weiß, dass ich gerne mal auf einer der auf Jugendspieler gehe. Ergo ist das definitiv mal einer. Du wirst auf jeden Fall reinrutschen. Vorne als Stamminnenverteidiger natürlich, klar ist mal. Für Vivi ist natürlich scheiße, der hat den nächsten direkt von der Backe. Aber Vidal, ja, er ist Franzose eigentlich, aber, oder Spanier, Franzose, wie auch immer. Aber ich möchte ihn ja gerne aufbauen. Und Roche wird der Nächste sein. Was hast du für eine Position? Links. Ja, der wird definitiv erstmal auf die Bank rutschen. Für Vivi, ja, das ist natürlich jetzt für ihn, das ist halt extrem bitter. Aber ich möchte halt. Warte mal, was anders. Meine Güte. Für Villa Libre. Ja, wie gesagt, ich baue natürlich gerne Jugendtalente auf und die möchte ich gerne. Aufbauen. Henri Vidal, ja, der soll auf jeden Fall, ist halt Franzose, ja. Berardi, ja, gut, okay. Der soll halt, also 18 Jahre alt, wie gesagt, der hat jetzt schon Marktwert von 1,5 Millionen. Also der wird definitiv halt jemand und deswegen möchte ich ihn halt auf die Position bringen. Möchte ich ihn halt fördern. Ich meine, wir spielen eh nur noch die Saison. Ja, Tim, wie es aussieht. So. Ja, da sind wir schon wieder auf jeden Fall am Start. Das. Nein. Tja, nicht mein Problem. Und Bilbao ist ja sowieso bekannt für seine Jugendtalente. So, einer Baranacea wechselt für 15 Millionen Euro. So, und jetzt probier's nochmal. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht ganz. Ja, noch nicht. Ich krieg dich noch, Kollege. Ich krieg dich noch. Keine Sorge. Du wirst noch bei mir unterschreiben. Das war es einmal genauso. Da ging das ewig hin und her. Wie gesagt, das ging ewig und drei Tage hin und her, bis ich den irgendwann unter Dach und Fach gekriegt habe, das wäre. So. Entschuldigung. Meine Fresse, meine Allergie macht gerade so ein bisschen Sorgen. Ja, ich habe eine Heuschnupfenallergie, also deswegen, das ist der Gedanke, das ist der Grund gerade momentan, warum ich so niese.
So, geht schon in der Liga los. Mit oder ohne Merino? Bernhard Prados wechselt für 12 Jahre. Ja, er war ein Jahr, wechselt er nach Celta Vigo. Wie gesagt, ich bin noch dran an dir. Ich gebe dich noch nicht auf, mein Freund. Jetzt. Ich möchte dich haben. So. Nein, die kriegt Muni ja nicht. Gegenangebot. Neue Transfersumme vorschlagen. Weil die kriegt auch 65 Millionen, ist mir scheißegal, aber die kriegt Muni ja eh nicht. So, weiter. Tauschspiel entfernen, bevor ich jetzt wieder den Fehler mache. Angebot absenden. Ich sag ja, ich kriege meine Wohnspieler, wenn ich ein bisschen raufgeben im Preis. Akzeptiert. Akzeptiert. Freigabe zum Lehne nicht ab, grundsätzlich. So. Sag ja, ich kriege meine Wunschspieler. Ich kriege immer meinen Wunsch, was ich will. Und wegen Mikel Merino wechselt nach Leipzig. Von Leipzig aus. Ist mir gerade ziemlich egal, aber ich hab meinen Wunschspieler. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Keine Sorge, ich krieg alles, was ich will. Merino kriegt natürlich Angebote blocken, ja. Ich habe mir noch einen Ersatzkeeper oder so hochgeholt. War das nicht Tulte? Ich hatte hier noch Tulte geholt. Nö. Okay, dann muss ich doch noch mal nachrüsten auf dem Transfermarkt. Weil ich will Kepa unbedingt noch. Eigentlich wollte ich noch Kepa haben. Leider kannst du aber 2 Jahre haben, aber bitte keine Kaufoption. So, jetzt muss ich gerade gucken, wie viel Kohle ich noch habe in der Hand. 41 Millionen, okay. Spieler suchen. Und dann habe ich drei Spieler, die ich haben wollte, unbedingt geholt kriegt. Wenn ich den kriege jetzt. 27,9 Millionen. Dumm. Okay, möchte. Machen wir das nochmal als Angebot. Gehen wir mal auf 28, dann können wir mal gucken. Jo, passt. Sag ja, ich kriege meine. Ich habe alle drei Spieler, die ich haben wollte, geholt. Ich habe den Reno gekriegt, ich habe Olmo bisher bekommen und ich probiere es jetzt gerade den nächsten zu holen. Gegenangebot. Rotation. Ja, komm, ist okay. Will ich nicht spielen. Also zumindest dicht in den hat. Freigabesumme ablehnen. Lass mich doch in Ruhe mit der scheiß Freigabesumme. So, ja, ja, ja und passt. Und damit herzlich willkommen. Kepa Ari mit. Ach, nur so ein Name. Kepa. Auf jeden Fall zurück. Bei Athletic Bilbao. Vor einigen Jahren wäre 80 Millionen gewechselt. Jetzt ist er wechselt. Der finde ich mal ein Drittel von dem Summe wieder zurück. So.
Damit habe ich alle meine Wunschspieler gekriegt. Wie gesagt, Olmo weiß ich, ist aus der Gegend, ist um Barcelona herum oder aus der Barcelona-Gegend. So. Okay, ob ich dich zurückhaben. Wie gesagt, ich habe Maurice ja vorne auch reingeschmissen. Das ist ja auch eigentlich ein Jugendtalent. Und deswegen möchte ich mit Vidal das Gleiche machen. Deswegen werde ich jetzt gucken, dass ich muss tatsächlich noch einen Linksverteidiger verpflichten. Eigentlich auf der Position. Aber ich habe, nee, ich habe eigentlich auf der Position. Ich habe ja noch einen Jugendspieler. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in Richtung Auswärtsspiel, Auftakt. Was fällt hier eigentlich da? Nein, lass mich in Ruhe. Vergiss es. Wahlweit, nein. Ablehnen. So. Nico Serrano wechselt für 12 Monate zu den Wolves. So. Wen spielen wir überhaupt gegen? Alba! Gut. Ich würde sagen, wir gehen. Alba, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Gott, wir sind aufgestiegen. Granada. Wahrscheinlich Alba, die kenne ich nämlich noch nicht. Granada, Alba. Granada, Alba. Levante, glaube ich. Levante, glaube ich, ist der dritte, ja. Na gut, dann treffen wir direkt als Meister auswärts auf den Aufsteiger. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter in der Liga. Bis dahin. Tschüss.